Hallo Leute, willkommen bei Baumwollfarmer in Ravenport, einem LS19 Let's Play. Dies ist der erste Teil. Ich habe mich ziemlich spontan für dieses Let's Play entschieden, weil ich unbedingt mal ausprobieren wollte, wie es ist, wenn man öfter Baumwolle anbaut auf einem größeren Feld und wie viel Profit man damit machen kann. Und ich dachte mir, Ravenport ist ein super Platz dafür. Und ich dachte mir auch, am besten kann ich das im Rahmen eines kleinen Let's Plays erkunden. Ja, darum mache ich das einfach. Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit für ein neues Let's Play, aber das wird jetzt auch nur ein Mini-Let's Play und ich muss halt meine anderen Videos schneller produzieren, damit ich Zeit für dieses Baumwollfarmer-Let's Play habe. Okay, hier dieses wunderschöne Tal, in dem wir hier starten, finde ich nicht geeignet für Baumwolle, weil die Felder zu klein sind. Ich würde sagen, ich springe jetzt erstmal zum Shop. So, wo haben wir den denn? Dort. Da springe ich jetzt mal hin. Und dann kaufen wir Ausrüstung. Und zwar vom Feinsten. Nur das Nötigste natürlich, damit wir noch Geld haben für ein schönes, großes Feld. Also erstmal brauche ich einen Trecker. Braucht man irgendwie immer, finde ich. Obwohl, es gibt bestimmt auch Varianten, wo man keinen Trecker braucht. Aber ich brauche irgendwie immer einen Trecker. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mir mal diesen Massey Ferguson. Es muss natürlich ein amerikanischer Trecker sein auf dieser amerikanischen Map. Und der ist noch ziemlich preiswert. Und er hat die Möglichkeit eines Frontladers, was man vielleicht mal brauchen kann. Das ist mir ganz lieb, wenn das möglich ist. Okay, den Motor, den pimpe ich ein bisschen auf. Geht noch mehr? Nee, 130 maximal. Ja, das muss reichen. Farben kann man hier leider nicht wählen. Und den Frontladeranbau mache ich jetzt erstmal nicht, weil im Moment für die Baumwolle brauche ich das, glaube ich, nicht. So. Trecker ist gekauft. Gut, dann brauche ich natürlich den großen Baumwollernter. Darum muss alles andere sehr sparsam sein, weil diese einzige Baumwollerntemaschine 485.000 kostet. Und Mieten ist sehr teuer. Das kostet dann 24.000 für eine Stunde. Darum kaufe ich das Ding. So. Jetzt ist natürlich schon ein großer Teil des Geldes weg, aber das Wichtigste ist auch schon gekauft, bis auf das Feld. So, was brauche ich noch? Jetzt brauche ich diesen speziellen Anhänger. Baumwolltechnik. Hier. Da, wo so ein Baumwollballen drauf passt. Der kostet glücklicherweise nur 25.000. So, kaufen. Jawohl. Und dann brauche ich natürlich noch einen Grubber und eine Sämaschine. Ein Grubber. Da nehme ich dann den billigsten. Grubber, 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 wo seid ihr hier? Das wird dann schon lange dauern bei dem großen Feld. Aber ja, ich muss ja mit dem Geld auskommen. Sonst gibt es nur ein kleines Feld. Und eine Einzelkorn-Sämaschine. Dann nehme ich hier diese Amazone. So, kaufen. Jawohl. Und dann muss ich natürlich noch Saatgut kaufen. Jawohl. Kaufen. Okay, und ich glaube, ich schalte erstmal gleich Unkraut und sowas ab. Vielleicht schalte ich das später auch mal wieder an, aber jetzt, ich mache auch mal Pflanzensterben aus, Fruchtzerstörung. Ach ja, ich mache es mir hier mal gemütlich. So, und wenn ich dann sehr fortgeschritten bin, kann ich ja die Sachen nach und nach reinschalten, um es mir schwieriger zu machen. So. Und der Rest ist, glaube ich, erstmal okay.
Kann man ja schon mal schnell speichern und so. Da stehen sie. Ich habe noch gar kein Feld gekauft. Aber ich habe noch 600.000 übrig. Das ist gut. Aha. Meine Armada. Wo ist der Trecker? Ah, da hinten ist der Trecker. Okay. Ich dachte schon. Gut, ich denke, ich fahre dann gleich mal mit dem Trecker als erstes los und dem Grubber. Obwohl, jetzt kaufe ich erstmal das Feld. Und irgendwas dürfte da ja schon drauf gepflanzt sein. Ich wollte mir Feld 12 kaufen. Ist da Gerste drauf? Ja, da ist Gerste drauf. Und ist die Ernte reif? Ja, sie ist erntereif. Ich meine, sinnvollerweise würde ich mir jetzt einen Anhänger und eine einfache Erntemaschine mieten, um diese Ernte schon mal einzubringen. Müsste sich eigentlich rechnen. Ja, es wäre ja irgendwie schade um die Gerste. Also auf jeden Fall kaufe ich dieses Feld hier. Das habe ich mir ausgesucht, weil das erstens schön groß ist, schön gerade und lang. Kann man schöne lange Bahnen fahren. Und es ist auch recht nah beim Shop. Es hat also eigentlich einen Haufen Vorteile. Gut, kaufen. Jawohl. So. Und ja, eigentlich würde ich ja lieber gleich anfangen mit der Baumwollengeschichte. Tja, eine schwere Entscheidung. Da habe ich, bevor ich angefangen habe, nur mal so kurz dran gedacht, aber nicht ernsthaft drüber nachgedacht. Ich guck mal, eigentlich weiß ich ja, was es kostet, hier so ein Mähdrescher zu mieten. Aber so ein kleiner, der ist auch, der ist dann bis morgen beschäftigt. Und kostet ein Vermögen. Aber ich werde natürlich auch ganz ordentlich was einnehmen. Allerdings würde ich dann nicht auch noch Stroh machen wollen, sonst bin ich bis übermorgen beschäftigt. Ich guck mal. Also der kostet eigentlich nur 5.100 plus Mähwerk natürlich. Und ja, hier kann man nicht sehen, ob die ein breites Mähwerk verkraften. Dann gucke ich mal bei den Schneidwerken. So. Der erste, der breit ist, der hat schon 5. Okay, gut, der hat 4 Meter. Der hat auch 4 Meter, ja. Dann ist 5 keine so große Verbesserung. Der hat 7,6 Meter. Kostet 2500, okay. Und passt zum Aktiva 7347. Gut, gucken wir das wenigstens mal. Aktiver, ja, tipp, 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 tipp. Der ist es. Und der hat einen immer noch recht kleinen Tank. Kostet 10.000. Könnte ich ja schon bezahlen. Und wahrscheinlich würde es sich knapp rentieren. Ach, ich mach das. Also, ich miete den mal. Weil irgendwie so ein ganzes Feld voll Gerste einfach nur unterzackern ist irgendwie fies. Bei den Rüben und dem kleinen Feld habe ich das mal gemacht, aber weil Rübenernte ist ja wirklich sehr mühsam. War das der? Ja. Details, mieten. Ja. Und dann brauche ich natürlich einen Anhänger. Okay, das sollte jetzt auch kein ganz kleiner sein. Die haben 21.000 und der hat 31.000. Ist aber auch deutlich teurer.
Und der ist noch deutlich teurer. Wenn dann vielleicht der. Passt der an einen normalen Trecker dran? Das sieht so wuchtig aus. Ich denke mal, der passt an einen normalen Trecker dran. Ja, ich miete den. Okay, und falls mir langweilig wird, kann ich ja auch noch einen Ladewagen für Strom mieten. Oder ich gucke erst mal, wie die Strompreise gerade sind. So. Ja, die Gerste. Naja, Gerste ist ja irgendwie nie sehr gut bezahlt. Oder sagen wir mal meistens nicht. Stroh 64. Naja, nicht so gut. Silage ist hier jetzt ganz gut. Aber Silage kann ich nicht bieten. Okay, also wir fahren jetzt mal zur Ernte. Die Baumwolle muss noch ein bisschen warten. Tut mir leid, liebe Baumwolle. Naja, wenn mir langweilig ist, kann ich erstmal die ganzen Sachen zum Feld transportieren. So, Kuh. Eigentlich bräuchte ich da ja wohl schon so einen Schneidwerkswagen für. Aber das ist mir jetzt egal. Ich hoffe, ich komme hier durch. Oh, und der Gegenverkehr. Geht es? Nein. Dann muss ich hier irgendwie dran vorbeifahren. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. So. Und ich hoffe, dass ich es nicht bereue, hier erstmal die Gerste zu ernten. Da kommt schon wieder Verkehr. Nehmen wir mal dieses Treckerschild mit. Ich glaube, das ist unser Feld. So, das lässt sich gleich feststellen. So. Ja, wir sind auf unserem Feld. So ein großes Feld hatte ich noch nie. Aber wir sind ja jetzt auch in Amerika. Okay, gut, bei meinem allerersten Let's Play in Goldcrest Valley war ich auch in Amerika. Aber da war ich halt Kleinbauer und jetzt will ich Baumwollfarmer werden. Okay, Helfer, kriegst du das vollautomatisch hin, wenn ich dich jetzt hier anstelle? Scheint so. Okay, gut. Dann gehen wir mal zu unserem Trecker. Also, zuerst brauchen wir den Anhänger. Ach, dieses Baumwollschlachtschiff ist doch ein prachtvolles Gerät. So. So. Der Baumwollernter dürfte hier auch die ganze Straße zusperren. Aber das kriegen wir schon hin. Zur Not fahren wir ein bisschen zur Seite. So, und ich hoffe, dass der Trecker stark genug ist, um diesen Anhänger auch gefüllt zu einem Verkaufspunkt zu bringen. Bei der Baumwolle später mache ich mir nicht so Sorgen. Das ist dann zu einem Ballen auf dem Anhänger und gut ist. Naja, es wird schon irgendwie gehen. So. Na, habe ich ihn nicht gut genug an den Rand gesetzt. Den Ernte, aber das macht nichts. Jetzt gucken wir mal. Ja, gutes Drittel ist ja schon voll.
kann ich also noch mindestens eine Sache hochfahren. So. Jetzt fahr du bloß schnell, du weißes Auto. Sonst komme ich und überhole dich. Und jetzt ist wirklich sehr praktisch, dass wir so nahe bei dem Shop wohnen. Das heißt wohnen. Ich muss mir ja noch eine Schlafbank bauen. So. Als nächstes muss dann der Grubber drankommen. So. Tja, wenn ich jetzt zwei Trecker hätte, dann könnte ich auch schon mal mit dem Grubbern anfangen, wenn die Ernte halb durch ist. Naja, mal gucken, was ich so mache. Die Details, die sehen wir noch. So. Hoch mit euch. So, ich glaube, ich habe nicht mal Strohablage angeschaltet. Die sollte ich ja schon anschalten, falls ich mich spontan noch für Stroh einsammeln entscheide. Doch, doch. Was macht er denn da? Für komische Sachen. Ich sollte besser... Er fährt rückwärts. Sehr merkwürdig. Hier stelle ich den Gruber an. Irgendwie hat er das mit den Wänden nicht so hingekriegt, wie man das eigentlich machen sollte. Was macht er denn jetzt? Ich glaube, ich habe einen unerfahrenen... Na toll. Und jetzt? Einen sehr unerfahrenen Lohnarbeiter habe ich da angestellt. Vielleicht kriege ich das ja jetzt hin. Und so muss ich dieses Riesenfeld womöglich noch selber abernten. So. Ja. Ach ja, und jetzt überspringt er hier eine Spur. Nee, 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 nee. Sachen gibt's. Na, ich kaufe mir jetzt mal meine Schlafbank. Vielleicht sollte ich erst nochmal das Terrain erkunden. Ich dachte mir, dass ich die vielleicht da ans Ende mache. Aber vielleicht besser auf die Seite. Damit ich den Wendeplatz nicht so einschränke. So. Und vielleicht kennt ihr das schon aus meinem Felsbrunn-Let's Play. Hier mit so einer Bank kann man wunderbar die Nacht verbringen und hat keine hohen Kosten. Ich werde selbst hier den Wohnwagen und diesen Trailer nicht nehmen, weil die hier zu viel Platz wegnehmen. Aber diese Bank ist einfach optimal. Die ist winzig. So. So. Und dann habe ich hier mein Farmhaus sozusagen. Ist ein Mod. Logisch. Okay. Ja, das war's. Mein Farmhaus steht. Und meine Geräte stelle ich einfach hier immer in die Wildnis. Und eventuell kaufe ich mir nochmal einen Kercher, weil irgendwann sind die Sachen ja so dreckig. Jetzt hat er einen fast vollen Korntank. Ja, oh, es ist ja eigentlich noch viel Platz drin. Jetzt gucken wir mal, was er so treibt. So.
So ist ja schon schön. Wir können aufs Meer gucken und zu dem Leuchtturm. Prima. Kann man zwar nicht direkt Urlaub machen, aber man kann den Urlaub von weitem sehen. So, jetzt gucken wir mal, was der hier jetzt für einen Mist macht. Oder vielleicht kriegt das ja diesmal hin. Es müsste ja zu schaffen sein, hier zu wenden. Ja. Jawohl. Jetzt ist er natürlich auf der falschen Seite zum Abtanken. Aber ich habe Fruchtzerstörung ausgemacht. Da kann ich dann durchs Feld fahren. Okay, das sieht jetzt okay aus. Dann koppel ich mal den Anhänger an. Nee, abkoppeln. Vorwärts fahren zum Anhänger. So. So, jetzt war der doch schneller als ich. Ups. Nicht über mein nettes kleines Farmhaus-Bänklein. So. Ja. Okay. Gut. Und das Feld ist eigentlich relativ eben. Das finde ich auch ganz luxuriös. Weil solche steilen Felder, die haben schon Nachteile. Okay. Ja, das ist schon einiges, was hier zusammenkommt. Und ich hoffe, dass es sich dann auch rechnet. Das kann man vielleicht fast schon überschlagen. Jo, wenn das jetzt voll ist, dann werde ich es mal kurz. Ach, hat knapp gereicht. Kurz durchrechnen. So, grob gesehen. Also 8600. Hatte der nicht einen größeren Tank? Ja, das werde ich hier gleich sehen. Garage. Gemietete Fahrzeuge. 8600. Okay, gut. Und das ist mit drei Bahnen. Nö, eigentlich zweieinhalb Bahnen. Gucken, ob man das hier schon sehen kann. Okay. Schwer abzuschätzen. Vor allem halt, weil hier dieser Streifen in der Mitte ist. Dann versuche ich das besser hier abzuschätzen. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Also siebenmal müsste der voll werden, der Ernte. Und dann sind das 8600, irgendwie 60.000, 60, vielleicht 70.000. Sagen wir mal 70.000 Liter. Und was kostet das? Was kriegt man dafür? Wo war die Gerste? Sechshunderteinundsiebzig, dann hole ich jetzt mal kurz meinen Taschenrechner. Also, 60.000, ich nehme mal 60.000. Und dann mal 0,671, zack. 40.000 bringt das. Na, dann rechnet sich das schon. Weil was habe ich denn hier? Können wir ja mal gucken. Nee, das ist das Falsche.
Für die Mietkostenfahrzeuge 14.000. Ja, da kommt dann noch was drauf, vermutlich, weil ich ja wahrscheinlich länger als eine Stunde beschäftigt bin. Aber trotzdem, selbst wenn da noch, sagen wir mal, 6.000 draufkommen, da mache ich noch 20.000 Gewinn. Da Lohnkosten gehen natürlich auch noch ab. Aber da sollte ich dann nicht groß klagen. Ja, ich habe hier jetzt auf ein Echtzeit gestellt. Vielleicht lasse ich das mal bei Echtzeit, dass ich heute noch an diesem Spieltag noch zum Ansehen komme. Okay. Ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge und ich werde dann bis zur nächsten Folge meine Gerstenernte hinter mich bringen. Als Hausaufgabe. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.